Statue, 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 Statue. Statue. Ja. Was bist denn du? Well, look at this one. Es kann sprechen! From what faraway age hast thou come? Thy scent is very human indeed, but not Bin intolerable. ein Mensch. Ah, Glaube ich zumindest. Princess Dusk's savior. Thine aura is precisely as she described. I thank thee deeply for rescuing her highness. But Princess Dusk is here no longer. Snatched away by that horrifying primeval human. And so I must ask, couldst thou once more play the savior? Ich habe eh nichts Besseres zu tun, also von dem her, warum nicht? Thank you. Dankeschön. I am Elizabeth, guardian of this sanctuary. Something of a godmother to Princess Dusk. I shall assist thee to my utmost. For I am one with the sorceries of Uruseel. Bist du das? Du siehst mir mehr aus wie ein... Naja. Was kann ich denn bei dir kaufen? Reparaturpulver, das nehme ich doch mit. Goldharz kann ich bei dir kaufen. Nehme ich auch mal eins mit. Reparatur kann ich kaufen. Ich glaube, das hole ich mir. Ja, die Flammen, ja. Reparatur kaufe ich mir noch kurz. Und dafür muss ich kurz in die Kristallhöhle. Weil ich habe noch ein Item vergessen, Freunde. Ja, dort unten gibt es eine Seele, die halt mal 10.000 Öcken wert ist. Und die holen wir uns gleich mal. Und mir fällt gerade ein, ich habe euch noch nicht mal begrüßt. Nicht Leuchtfeuer. Servus! Gut. Hätten wir das auch erledigt. Ziemlich viele Leute werden hier verflucht. Was ist denn los? Wie kann man von Sie verflucht werden? Ich kapier's nicht. Egal, jetzt gibt's erstmal auf den Kopf hier. Warum mache ich nur so wenig Damage? Gut. Achso, ja. Lassen die was fallen? Nö. Und du? Ja. Gut. Funkeltitanit kann man immer brauchen. Ach, scheiße. Ich muss noch Drakes farmen gehen. Haha, ich habe keinen Bock auf die Scheiße. Ja, stirb halt nicht. Drecksviech. Danke für den Läuterungsstein, mit dem ich nichts anfange. Da, weg mit dir. Hab keine Zeit, Leute. Ich hab keine Zeit. Für dich schon dreimal nicht. Steh mir nicht im Weg rum. Ah, ich brauch doch nur die Seelen, Mann. Machen wir eine schöne Runde Nummer draus. So, jetzt sind 6 Tote. 2 Läuterungssteine, 2 Funkeltitanite. Vielen Dank. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ja. Freunde. Und zwar genau hier unten. Hier ist der unsichtbare Weg, von dem wir gekommen sind. Und wir gehen jetzt einfach hier lang und da sehen wir es schon. Zack, Heldenseele. Und dann würde ich gleich mal sagen, zurück nach Olasiel. Gut, wieder 2 Minuten verschwendet für nichts. Ja, ich muss mir, glaube ich, öfter Pläne machen, wie ich was richtig mache. Hey, aber besser stückhaft und richtig als gar nicht. Ich check aber immer noch nicht, wie das hier eine Hüterin sein soll. Erstens check ich nicht, wodurch sich festsetzt, dass es überhaupt eine sie ist. Zweitens check ich nicht, wie will die hier über irgendwas hüten, wenn sie nichts kann. Die greift nicht an, die macht nix. Ich meine, die macht gar nix. Wir könnten die jetzt angreifen, das juckt die in Feuchten. Gut, ist ein... Na.
Aber ich bin immer noch dafür, es sieht aus wie ein männliches Geschlechtsteil. Also wer daraus eine Frau gemacht hat, weiß ich nicht. So, Freunde, wir begeben uns weiter durch Olasil. Ihr habt richtig gehört, weiter durch Olasil. Wir gehen jetzt hier schön in den Wald. Und werden schön invaded. Ist klar. Hab ja nichts Besseres zu tun, als mich durch diesen Dreckswald zu schlagen. Ohne Poise. Und dann noch einen Invader totzuschlagen. Ja, ihr kennt ja mein Glück, ne? So, hier im Wald gibt es so richtig schöne Riesen- und Framerate-Einbrüche. Ganz toll. Die Riesen, ach doch, da sieht man einen stehen. Da steht einer. Und die können ganz schön zuschlagen. Also da, ja, am besten wegbleiben. Aber es gibt eine Rüstung, die man hier im Wald findet. Und die findet man halt nur stückweise. So, das erste Stück befindet sich gleich hier. Wo wir später eine Abkürzung aufmachen können. Und das erste Stück ist hier oben. Die Wächterstulpen. Und ich glaube, die Invasion ist fehlgeschlagen. Das hoffe ich zumindest. Jetzt haben wir die Wächterstulpen. Jetzt laufen wir weiter. Irgendwo hier im Wald liegt noch ein Stück rum. Ich weiß nur nicht, wo. Ich weiß, dass es hier irgendwo ist. Ach, wisst ihr was? Scheiß drauf. Wow, zu knapp. Und die lassen auch diese Moosklumpen fallen. Und da kommt gleich der nächste Riese angerannt. Warum habe ich gerade so wenig Damage gemacht? Und ich bin tot. Warum hat das beim ersten Mal funktioniert und beim zweiten Mal nicht? War er gerade in der Angriffsframe oder warum hab ich da mehr Damage gemacht? Du bist scheiße. So. Meine Meinung. Deswegen gehe ich nicht in den Wald. Liebe Kinder. Immer schön aus dem Wald draußen bleiben. Da gibt's Riesen und Baummenschen und Kinderschänder und Slenderman. Gut, das ist das Gleiche. Ja, im Wald gibt's viele, viele böse Sachen. Hoffentlich kriege ich mein Zeug wieder. Ich meine, an und für sich ist mir die Menschlichkeit egal, aber... beziehungsweise die Seelen sind mir egal, aber die Menschlichkeit, die habe ich doch immer ganz gerne. Aus dem einfachen Grund, dass ich direkt meine Leuchtfeuer hochhauen kann, also entfachen kann. Und natürlich auch, dass ich Damage mache mit meinem Furienschwert. Deswegen habe ich immer gerne ein bisschen Menschlichkeit oben drin. Gut, bisschen ist vielleicht übertrieben. Aber ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst doch, was ich meine. Ja, ihr wisst doch, was ich meine. Glaube ich zumindest. Hoffe ich doch. Aber ich weiß gerade nicht, wie ich es erklären soll. Nee, ich mache jetzt keine Stealth Action. Stealth Action. So, da ist mein Blut. Da ist ein Riese. Ich verfehle halt erstmal schön. Was hier sowieso sehr praktisch ist. Direkt an der Klippe und so. Ja, genau deswegen. So, weg mit dir. Und die Jungs lassen auch ab und zu mal Funkeltitanit fallen. Also habt ihr auch noch so einen Farm-Spot, aber es gibt bessere und einfachere. So. Bah, ich hab gerade was im Hals stecken. Ich trink erstmal einen Schluck, bevor der Riese mich da schon wieder platt macht. Ja, was ist denn los, Digga?
Nö. Ich mach's mir irgendwie komplizierter, als es sein müsste, habe ich so das Gefühl. Und ich mach's mir sowieso kompliziert, weil ich dieses eine scheiß Stück finden will. Wegen einer Armor. Wegen einem Stück Armor bin ich jetzt hier. Und da steht eine Kiste. Holy shit. Oh, ups. Seelenspeer. Euch mache ich mit Seelenspeeren platt. Euch brauche ich nämlich. Ich halte nämlich nichts aus. Gut, ich auch nicht. Ja. Kiste. Die steht doch. Tatsache, das ist die gleiche Kiste wie in. Wie in. Ding. Das wusste ich gar nicht. Cool. Freunde, ich habe soeben was Neues gelernt. da drüben ist noch ein Stück. Da oben ist, glaube ich. Ne, das ist da oben ist so eine Seele. Irgendwo hier im Wald muss es doch eins geben. Bin ich jetzt doof? Ja, bin ich. Ansonsten wäre ich hier nicht im Wald. So, sag du erstmal Tschüss. Dann sag du erstmal Tschüss. Und jetzt sagst du Tschüss. So. Alle haben so Tschüss gesagt. Keiner lässt mir was droppen. Obwohl ich mir jetzt gerade gar nicht sicher bin, ob hier wirklich irgendwo im Wald ein Armor Piece ist oder nicht. Lass mal die Suche erstmal sein. Und gucken mal zu dem, was ich weiß. Was ich weiß, ist, ich muss hier rüber. Und da weiß ich auch, dass da viele von diesen Drecksviechern sind. Genau. So, ist hier oben irgendwas? Irgendwas Wichtiges. Oh. Nix gibt's. Oh, dankeschön. Ich hab doch gerade eben noch einen gesehen. Na, ja, hab ich doch gewusst. Ich mit dir. Danke für den lila Moosklumpen mit Blume. Ist hier drüben irgendwas? Nö. Da oben ist einer. So, weggerotzt. Ich krieg dich. Sag ich doch. So, und hier muss man, so sollte man wirklich gucken, dass man sich die Jungs einzeln vorknüpft. Weil die einem ganz schöne Probleme bereiten können. Super einhändig, reicht nicht. Ganz toll. Da drüben ist noch einer. Sind hier noch irgendwelche Kamikaze-Bomber? Sieht nicht so aus. So, du bist erstmal weg. Und jetzt bist du erstmal weg. Warum mache ich es mir so schwer? Ich bin ein Trottel. Egal. So, hier drüben gibt es das nächste Teil. Die Gamaschen. Und damit haben wir eigentlich schon das Wichtigste für den Bild hier zusammen. Aber der Vollständigkeit halber muss ich gucken, wo die anderen sind, weil ich bin mir gerade selbst nicht sicher. Wow, wow! Wow! Was bist du? Hier, schmeckt man. Okay. Lassen wir das mal so stehen. Das, ja, das macht mir jetzt leicht Angst. Tschüss, Mann. Und ein grauer Brocken. Hey, das ist nicht schlecht. Damit kann ich vielleicht mal mein Schild dann hochhauen. Wie viel habe ich das jetzt eigentlich? 10? Ja, auf 10. Auf 15 habe ich höhere Stabilität. Deswegen mache ich das. So, jetzt springen wir hier rüber. Da war auch gerade einer. Da ist er. Du kriegst mich nicht lebend. So, jetzt laufen wir hier lang. Und da im Schatten steht schon einer. So voll Stealth-Mode. Der kriegt mich aber nicht. Zack, weg mit dir.
Und dann laufen wir hier rein und finden einen Elisabeth-Pilz. Und der hat im Großen und Ganzen den gleichen Effekt wie... wie heißt's? Der hat den gleichen Effekt wie... Achso, das Wunder haben wir noch gar nicht bekommen. Haha. Der hat den gleichen Effekt wie das Wunder Replenishment. Was dir kontinuierlich... Erfrischung heißt es, glaube ich. Was dir kontinuierlich HP zurückgibt. Also der gibt dir über 30 Sekunden lang einen extremen, also wirklich extremen Bonus an Health Regen. Was echt pervers ist. Der Pilz, der haut dir deine Health hoch, als gäbe es keinen Morgen mehr. Ich glaube, der macht mit einer Sekunde 100 TP oder so, wenn nicht mehr. So, ich mache mich mit Seelensperren platt, ich habe keinen Bock mehr auf den Müll. So, komm her, Digga. Du hast doch keinen Skill. Vorbei. Ach man, das war fast zwei. Jetzt waren zwei. Nix, nix. Geh runter von mir. Böse. Goffs Großpfeile. Aha, wie passend, dass wir die hier finden. Ja, hier kommen wir später noch hin. Und das ist auch ein Hinweis an einen NPC, den wir nachher noch treffen werden. Hawkeye Garth. Einer der vier Ritter von... Oh, okay, wir haben alle Teile. Cool. Einer der vier der Ritter von Lord Gwyn. Hawkeye Garth. Ritter Artorias. Ritter Ornstein. Und dann halt auch noch Ciaran, Lord Blade. Ja, ja, alles ziemlich coole Charaktere. Ich bin gerade überlegen, geht's da lang besser? Na, super. Super. Ich schmeiß hier gleich wieder ein Bitchfit. Komm her. Solange ich die Riesen aus dem Weg räume, ist alles okay. So. Die muss uns erstmal finden. Ja, du schneidest mir die Haare nicht ab. Nein! Niemals! Meine schönen Haare. Meine schönen blauen Haare. Wie könnt ihr es wagen? Ja, wie ihr sehen könnt, ich habe einige von meinen Waffen hochgehauen. Und ich glaube, für einen Invader nehme ich die Hellebarde. Weil das merkt man nämlich nicht. Ja gut, ist eigentlich scheißegal. Ich trage immer noch die Hasenohren. Von dem her macht es keinen Unterschied. Wie viel Stabilität? Oh, ich muss reparieren. Aber dringendst. Vielleicht zweimal. So, doppelt hält besser. Da drüben ist noch ein Item, das ist aber glaube ich auch nur eine Seele. Die hier sind am Hecken schneiden. Entschuldigung, am Bäume schneiden. Und auch sehr schön mit Liebe zum Detail haben die so eine Gießkanne am Arm. Voll geil. Ist mir noch nie aufgefallen. Na, nein. Nein, du tötest mich nicht. Ich hab dir schon mal gesagt, du schneidest mir nicht die Haare. So, geh mich auf den Keks. Und hier sehen wir es, Freunde. Olasil. Das, was von der Stadt übrig geblieben ist. So, und pass auf, jetzt krieg ich einen Pfeil in den Rücken und ich fall runter. Und in die fette Arena, da müssen wir rein. Da oben stehen nochmal zwei Riesen. Aber die sind ja kein Problem mit unseren Seelensperren. Hey Riese! Überraschung! Und du sagst Tschüss!
Ich habe nur noch einen Seelenspeer und das ist gar nicht gut. Und ich sehe von hier aus natürlich auch nicht, ob hier der Invader ist oder nicht. Ne, sehe ich nicht. Oh! Shit. Well? Ich vertraue dir nicht. Aber ich glaube, der will, dass ich die Abkürzung aufmache. Macht der? Ich spring da nicht runter. Mit dir reden wir später. Ich mache erstmal die Abkürzung auf. So. Jetzt sind wir nämlich hier, wo wir vorher schon mal waren. Richtig, wo wir die Stulpen gefunden haben. So. Puh. Sind schon wieder bei 21 Minuten. Und ich kann die Folge gerade nicht beenden, wenn der Typ da ist. Deswegen würde ich sagen, battlen wir uns. Jetzt, genau hier. Du und ich. Ich habe ein scheiß Equip. Oh je. Ja, ich weiß, ich bin nicht der netteste Mensch. So, hat sich das erledigt. Entschuldigung, wenn ich gerade ein bisschen ruhig war, ich habe mich konzentriert und so. 80.000 Seelen einfach mal so bekommen, geiler Scheiß. Naive Hyperion. Du bist doch ein Trottel, ein Blöder. Scheiß Hyperions. So, und ihr habt ja gesehen, wir haben hier den Shortcut haben wir jetzt aufgemacht. Da haben wir einen Typen gesehen, mit dem wir uns noch unterhalten müssen. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich möchte hier nur noch kurz das letzte Zeug einsammeln. Und zwar hier. Kriegerseele. Und da drüben ist auch nochmal was. Aber ich glaube, das sind auch nur Pfeile. Und die werden auch von Riesen bewacht. Deswegen packe ich mal meine Seelensperre aus. Nein, da geht's runter. Riese? Riese? Ne? Nur hier? Pass auf, jetzt gehe ich drauf. Nein, tue ich nicht. Puh, gut. Fein. So, Freunde. Ich schnapp mir jetzt hier noch das Item. Stolzer Krieger. Cool. Und dann haben wir so ziemlich den ganzen Wald abgegrast. Und ihr kennt dann doch, ihr müsst einfach nur das Gebiet hier kennen. Ja, das ist der Wald. Das ist der Gankwald. Wer den Wald nicht kennt, ich werde auf alle. Ja. Genau. Genau, das wollte ich sagen. Mit diesen weisen Worten verabschiede ich mich. Und sage euch noch, wer diesen Wald nicht kennt, der wird ihn noch kennenlernen. Ich verabschiede mich fürs Erste, Freunde. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis dahin, macht's gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wo wir gegen Artorias antreten. Bis dahin, Freunde. Freut euch. Macht's gut und stay frosty und ciao. Girl, you need a new set of butt cheeks, and I think we can help you out. We got a store full of junk for your trunk, and baby, with